Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge Station. Jetzt hier auf dem Titan mit mir, dem Rohrbieger Chrissy Schnissi. Und ja, ich baue jetzt mal 40 Rohre und dann habe ich gesagt, wir gucken mal, was passiert. So, alles klar. Dann brauchen wir jetzt mal das Ding hier und klauen uns jetzt erstmal hier die Pumpe. So, und jetzt holen wir uns hier, hier ist ja Heißgas drin, ne? Genau. Hier klauen wir uns jetzt mal das Rohr. Die Pumpe wird jetzt gleich loslegen, weil der Tank wird ja jetzt größer. Ja. Ja, schon geht's los. Ja. Also der Raum wird jetzt größer. Scheiße, mit 40 Rohren kommen wir aber nicht weit. So, das ist dann jetzt die heiße Seite, genau. Die muss dann jetzt hier irgendwie so hier angeschlossen werden. So, da ist jetzt die Frage, brauchen wir da Rückschlagventile? Ja. Mehr Rohre habe ich nicht. Ugh. Schlecht. Okay. Achso, die Pumpe können wir schon einbauen. Die ist ja hier dann drin. Die macht dann, die wird dann gesteuert. Das ist dann die Wärmepumpe, die quasi aufpasst. Also die sorgt dafür, wie viel Heißgas jetzt hier durchgepumpt wird. Oh, das wird aber so nix, meine Freunde. Das wird so nix. Ach, in dem Tank ist noch nichts drin. Okay, dann können wir den ja nochmal versetzen. Power low. Geh mir nicht auf den Zeiger, Alter. So. Ach so, ja, warte mal. Wir wollen das ja gar nicht so bauen, sondern wir wollen... Dann brauchen wir noch eine zweite Volumenpumpe. Und zwar, die pumpt uns hier ein Stück Gas ab. Und dann... So machen wir es. Und dann hängen wir den Scheiß da dran. Genau, so machen wir es. Dann brauchen wir noch ein paar Rohre und eine Volumenpumpe. Naja, dann nehmen wir mal einen Tau. Oxygen low. Ist das anstrengend. Huch. Hm. Ja, ich habe sie wieder gefunden. Nicht, dass er denkt. Bei mir liegt das Eis unter dem Tisch, so wie bei euch, ne? Könnt ihr vergessen. Bei mir ist sie saugt. Ich habe Teppich hier im Keller. Hm. Da wird auch gesaugt, meine Freunde. Was ist denn jetzt hier? Geht doch. Man muss nur maulen.
laut das ist, ja. Das ist verrückt. Der ganze Stahl. Mal wirklich schnell sein mit seinem Finger auf dem I. So, okay. Okidoki. So, das heißt, so, mit O. Minus 141. Lächerlich. So. Aber das war hier schon, war schon wieder falsch gebaut. Es war schon wieder falsch gebaut. Denn wir haben, uns fehlt eine Volumenpumpe. Ja, uns fehlt eine Volumenpumpe. Die fehlt uns. Und uns fehlen Rohre. So, das Problem wird jetzt sein, nee, das Problem, es gibt kein Problem. Das Thema wird jetzt sein, dass wir die beiden Tanks entkoppeln müssen. Mit einer Volumenpumpe. Weil sonst rüsselt der hier zwei Tanks voll. Was er ja theoretisch auch kann. 40 Megapascal hat er gemacht. So. Und wir müssen hier eine Volumenpumpe zwischenbauen, weil wir müssen entsteuern können, was wir hier an Heißgas haben. Weil sonst, ja, kühlt er uns unseren Hauptheißgastank nämlich ab und das wollen wir nicht. Obwohl, da könnten wir, könnten hier ein Rückschlagventil einbauen. Dann gleichen die Tanks sich zwar aus, aber die Wärme kann nicht zurück. Aber nee, das möchte ich nicht. Ich möchte mit einer Volumenpumpe steuern können, was ich da hinten an Heißgas in dem Tank habe und was nicht. Habe ich vergessen zu bauen. Müssen wir noch bauen. Die müssen wir ja auch steuern, die Volumenpumpe. Das wird noch lustig. Das machen wir aber mit dem IC10, den wir da haben. Und da haben wir ja gesagt, bei Nitrogen gehen wir so auf minus, gehen wir auf minus 40, wa? Da sind wir auf jeden Fall sicher, dass es safe ist, dass es gasförmig ist. Minus 40, wir gucken mal bei Dings, das sind 233,15. Okay.
233,15. So. Jetzt brauchen wir hier mal noch eine Volumepumpe. So, jetzt stellen wir die mal auf, sagen wir mal, 1 Liter und holen uns jetzt mal hier ein bisschen Heißgas in den Tank rein. 1 Liter ist ein bisschen wenig. Ja, auch das ist ein bisschen wenig. Der kann jetzt da vorne, der vorne rüsselt jetzt, ne? Ja, der rüsselt wieder. Der ist ja automatisiert, dass er uns nicht die Batterien leer säuft. Also, der kann da rüsseln. So, was haben wir hier? So, pass auf, den machen wir mal aus. Dann können wir das nämlich jetzt gleich mal beobachten, was hier passiert. So, hier, das reicht erstmal. So, jetzt machen wir die mal auf, sagen wir mal, 1 Liter. Jo, 1 Liter ist okay. Oder machen wir mal, wir machen sie mal auf 0,1 Liter. Dann sehen wir es besser. So, was haben wir jetzt hier? Minus 139, alles klar. So, jetzt machen wir, rüsseln wir den hier mal durch. Was passiert jetzt hier? Okay, hier passiert nichts. Na klar, passiert hier was. Guckt euch das an. Hier geht's los. Ja, wir kommen, wir machen hier mal 5 Liter. Guck mal. Guck mal. Na was ein Scheiß. Oh, der verliert ja fast gar keine Temperatur hier. Was haben wir gesagt? Minus 60? Minus 60 haben wir gesagt, ja. Ein Hoch auf die Gase. Ey, der verliert ja kaum an Temperatur hier, aber Druck verliert er. Ja klar, wir pumpen das ja immer im Kreis, genau. Oh, habe ich jetzt gerade ein Perpetuum mobile entdeckt? Minus 80. Minus 70. Also spätestens bei minus 60 müsste ja... Da ist es. So. Oh, wo verlieren wir denn hier Temperatur gerade? Oh, wir verlieren keine Temperatur, weil der Scheiß hier so heiß ist. Oha! Ja, weil wir zu schnell, wir haben uns zu schnell ran hier, Albert. Ja, Hammer. Aber jetzt ist es hier jasförmig. 2000. Ach, jetzt gleichen die sich hier aus gerade. Okay. Eieieiei, das ist natürlich. Hier ist ordentlich Banane.
Aber ist okay. Es ist okay. Es ist zwar nicht viel. Oh, hier bildet sich flüssiges CO2. Wieso bei 1800 Grad? Wieso bildet sich hier flüssiges CO2? Das müsst ihr mir mal erklären. Hä, warum? Hier kann sich kein flüssiges CO2. Das kann ja gar nicht sein. Also das Ding macht jetzt das Rohr hier leer. Das ist soweit klar. Okay. Minus 49,8. Sehr schön. Wir haben Kühlgas. Ja. Und wenn wir das hier abgekühlt haben, filtern wir das CO2 raus und den Rest schmeißen wir in die Luft. Den Rest entsorgen wir. Brauchen wir ja nicht den Rest. Wir brauchen nur das CO2. Das brauchen wir nicht. 800 Mol, die können wir dann rausfiltern. Die können wir ja theoretisch in den Tank darüber pumpen. Und der wird es kühlen. Aber diese 1800 Grad, da haben wir jetzt erstmal Puffer. Da können wir jetzt erstmal radieren. So. So, pass auf. Jetzt ist die Frage. Wenn wir jetzt den Schippi wieder hier anmachen. Wenn wir jetzt den Schippi wieder anmachen. Und den hier voll ballern lassen, dann müssten wir ja eigentlich, jawohl, irgendwann kühlt das hier ab und zwar so derbe, dass das flüssig wird. Ja, hier ist ja CO2 drin. Das dürfen wir auch nicht so weit abkühlen. Das dürfen wir ja nur abkühlen bis minus 60 Grad ungefähr. Aber was mich wundert, ist, dass da jetzt flüssiges CO2 entstanden ist. Wo kommt denn das her? Wo kommt denn das her? Also jetzt mal ernsthaft, ihr guckt ja zu, ihr kennt diese Gasphasen-Changes. Wo kommt das flüssige CO2 her? Also wahrscheinlich kommt es daher, dass wir hier mit minus 180 Grad draufgegangen sind und dass im Heat-Exchanger sich flüssiges CO2 gebildet hat. Das wurde dann von der Pumpe hier transportiert und das ist nicht schnell genug, ne? Wahrscheinlich, aber es stimmt nicht, weil das ist schnell genug. Und dann hat sich hier flüssiges CO2 gebildet, was das Ding dann da rein transportiert hat, richtig? Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil bei 1800 Grad, ihr seht es ja, es gibt flüssiges CO2. Wie geht das? Das ist Quark, weil das CO2, gucken wir mal, Carbondioxid, ist gasförmig bei 15 Grad. 15 Grad. 5, 10, 10, 15 Grad, 4 Grad, 3 Grad, hier so, ihr seht es ja hier, alles, ne? Fest, flüssig, gasförmig. Hier ist es gasförmig. Also bei 1000 Grad hier ganz hier hinten ist es eigentlich gasförmig. Aber hier entsteht Flüssigkram. Okay. Naja, aber wir haben jetzt das Gas hier wunderbar gekühlt auf das Maß, was wir wollten. So, wenn wir jetzt den Filter wieder anmachen. Und der ist ja noch eingestellt auf 500 kpa. Dann kriegen wir jetzt hier wieder kaltes Gas rein. Und wenn wir jetzt diese Pumpe dagegen halten, dann hält die da voll gegen. Guckt euch das an, die hält da voll gegen. Wir haben flüssiges Zeugs hier, ja, aber die hält da voll gegen. 0,49 ist okay. Die hat keinen Stress, die hat keinen Stress, die hat keinen Stress. Nee. Aber die wird Stress kriegen, wenn wir den Scheiß hier ausmachen. Dann wird die Stress kriegen. So, jetzt geht's los. Minus 35. Wir wollen ja nicht zu hoch gehen. Also muss die Pumpe hier fleißig, die muss nachher automatisiert werden. Die muss sich hier ganz langsam ranaddern. Ein bisschen aufpassen. Aber wir kriegen hier ein paar Molze zusammen. Hält da gut gegen. Und zwar sehr gut. Was
passiert hier? Hier ist kein Stress im Rohr. 1600 Grad. Ist schon gut abgekühlt. Wir haben hier 1%. Das heißt, theoretisch können wir den auf 5 Megapascal einstellen. Ja, könnten wir. Ja, wir dürfen halt nicht unter minus 60 Grad fallen. Nein, 30,3, okay. Wobei das auch nicht richtig ist, weil hier ist immer noch flüssiges Nitrogen. Wo kommt das her? Es hat schon bloß noch 1500 Grad. Oh. Aber das Schöne ist, wir können jetzt einfach so machen. Und können die Temperatur damit wieder anheben. Also eigentlich müsste das flüssige Zeug hier verschwinden, weil wir sind jetzt schon bei minus 22 Grad. Also jetzt ist ja nur wirklich mal Essig hier mit Nitrogen. Aber wir haben schon 4 Megapascal, das ist gut. Weil das ist unser Kühlgas. Das ist super. Super. Wie gesagt, die Pumpe müsste sich dann jetzt da so ganz langsam rantasten und die muss dann aber auch auf den Heißpuffertank gucken und den dann nachfüllen, falls Bedarf besteht. Die darf aber den Haupttank nicht zu weit runter drücken, weil sonst haben wir da ein Problem. Ja. Ja, das wird eine schöne Automation, die wieder nicht funktioniert, aber ist nicht schlimm. So, also die Automation, die haut auch nicht hin. 500 ist vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht können wir den auch auf, was haben wir denn hier drin? Wir haben ja 1% Stress. Okay, was ist denn, wenn wir den auf 1000 packen? Wo ist denn mein... bleib da liegen, bitte. Ist zu viel. Power low. Ja, 30%, 35%. Da kann ich mit leben. Weil dann pusten wir nämlich jetzt ein bisschen mehr durch. So, wie sieht es jetzt hier aus? Temperaturmäßig? Minus 38. Okay, ja, der Heizer heizt jetzt wieder mit, weil der ist ja noch mit im Code. Den müssen wir dann noch rausnehmen. So, haben wir jetzt hier überhaupt noch Wärmepuffer? Ja, 1500 Grad haben wir da noch. Da können wir noch ein bisschen radieren. Na, guckt euch das an. Das funktioniert echt gut. Und wenn wir da 20 Megapascal drin haben, dann sind wir ja schon gut. Das müssen wir halt bloß noch automatisieren. Den Scheiß. Und das Zeug muss auf 1000 Sachen gucken. Da könnte man ja einen Alarm anmachen mit einem Lautsprecher, der den Alarm gibt, dass wir denn da hinrennen müssen und das prüfen müssen oder so. Also, weil das Thema ist ja, wir automatisieren diese Pumpe. Ja, ich gucke auf den Tank und sage, gut, der Tank hat minus 30 Grad zu haben.
Die Pumpe regelt sich, genau wie die da hinten, ne, regelt die sich hier auf diese minus 30 Grad ein. Klar. Irgendwann ist aber diese Hitze hier weg. Irgendwann gibt es hier nicht mehr viel Hitze. Und dann müsste diese Pumpe aktiv werden und hier Hitze nachfordern. Die muss aber aufpassen, dass der Tank da hinten nicht zu voll wird. Der darf halt keine 40 Megapascal oder irgendwas haben. Das Thema ist, wir müssten aber eigentlich auch auf unseren Heißgastank gucken, denn wir dürfen hier nicht so viel abpumpen in diesen Tank rein, weil wir dann kein Heißgas mehr haben. Ja, wir haben jetzt nur 38,6 Megapascal, klar, wir produzieren nach, aber ja, das ist nicht so einfach, das dann so einfach machen zu wollen. Ja? Also klar, man könnte ja Pollutants rausfiltern, aber das sind 300 Mol, das ist lächerlich. Ja. Und hier ist ja auch nichts drin, wenn ihr euch das mal anguckt, da sind 600 Mol CO2 drin, ja, das ist gar nichts. Plus 300 Mol links, weil ist natürlich klar, der Druck ist extrem hoch, weil die Temperatur so hoch ist. Aber wir brauchen die so hoch, deswegen. Nur, ja, aber das ist so der Plan, das noch zu automatisieren. Ich weiß nicht, ob 5 Megapascal nicht auch schon reichen. Ja, also ich weiß nicht, was man so an Kaltgas braucht, aber eigentlich erinnere ich mich daran, dass Kaltgas gar nicht so viel benutzt wird. Also, das wird viel mit Waste gemacht, glaube ich. Und der hat ja 600-700 Grad hat der Waste ja. Also von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so eine schlimme Sache wäre. So, jetzt haben wir. Ach so, wir haben die Pumpe ausgemacht. Wieso mache ich das? Das war total geil gerade in meinem Hirn. Ich habe das Tablet ausgemacht und mein Hirn hat gerade gefragt, wieso ist das aus? Und das hat kurz einen Moment gedauert, das zu verarbeiten, warum das Tablet aus ist. Weil mein Finger war schon so schnell. Bei mir liegt ja der Finger hier, der Mittelfinger, der liegt ja bei mir auf der rechten Maustaste. Klar, ist ja bei euch auch so. Und der zuckt manchmal. Weil bei Station News weiß der muss das Tablet ausmachen. In dem Moment, wo ich E drücke, habt ihr gesehen? Ja, Tablet ist aus. Ja, ich hol's raus, drückt da wieder E. Ich hol's weg, drückt da wieder E. Ne? Das ist so drin. Das ist verrückt. Deswegen, ja, seht ihr, macht er manchmal sowas. Oxygen low. So. Wie sieht's denn hier aus? 1000 Grad haben wir noch. Ja, 1000 Grad haben wir noch. Locker flockig, ey. Megapascal haben wir schon. Okidoki, das könnte ja dieser Chip hier sein, der das tut. Obwohl der ja eigentlich für was anderes war, aber wir nehmen den jetzt hierfür. So, was haben wir gesagt? Was wollen wir haben? Minus 40 Grad, ne? 233,15. So, das sind 233,15. Tank und VP, genau. Confirm. Export hier rein. Einmal den Dings anmachen. Dann suchen wir uns hier den Tank. Das ist der Tank Cold. Warte, die VP heißt, die müssen wir noch benennen. VP Kühlung.N2. Die dürfen wir nämlich nicht VP Cold nennen, weil VP Cold haben wir schon. So, dann machen wir mal hier V. Da war sie. Nein. Die haben wir ja gar nicht drin. Warum nicht? Die geht hier rein, die geht hier rein. Warum hat er die nicht gesehen? Wie heißt denn die? VP-Kühlung. VP-Kühlung N2 und das ist der Tank Cold. So, jetzt gucken wir, was passiert. Wir haben gesagt, minus 40, ne? Genau.
dann müsste die ja jetzt irgendwann runterdrehen. Und das werden wir in der nächsten Folge überprüfen. Tschüss.